So, willkommen zurück zu Maya Golf trotz der Tour. Und dann setzen wir gleich fort mit Diddy Kong, haben wir gesagt. Und ja, man merkt, ich probiere es trotzdem noch. Habt ihr im letzten Part die paar Kracher, die gekommen sind, nicht gehört im Video? Oder zumindest ziemlich leise. Von dem her probiere ich jetzt noch ein Part. Mal sehen, ob das jetzt bestraft wird oder nicht. Denn ja, die meisten kommen ja noch und die laufen. Aber wir haben noch nicht Mitternacht. Es ist ja erst, ja, kurz nach 7 oder so. Wo ist eigentlich das Loch? Hier. Sollte doch eigentlich funktionieren. Und da, naja, okay. Wenn die hier einlocht, wäre das schön, aber es war doch klar, dass der daneben geht. Oh, na wenigstens ein paar. Ich habe mir schon gedacht, dass der vielleicht zu kurz wird. Aber es wird doch noch ein schönes Paar und wieder eine, also wieder die Paar 3 Welt, wo was möglich wäre. Und der kam gar nicht so schlecht, aber ein Birdie ist auch akzeptabel. So, und jetzt wieder der Welt 4, Loch 4 widmen, die noch keiner geschafft hat. Und das war etwas verkackt. Aber durch Wind und Topspin eigentlich hätte ich mir den besser erwartet. Ja, mal sehen, wie der jetzt so wird. Schlimmer geht's immer, aber 488 ist machbar. Ja, nice Birdie und das Symbol Nummer 58. Wie heißt das eigentlich? Abzeichen, genau. Abzeichen, Mann. Bin deutsch, supi. Hier sollte man doch eigentlich landen können, ohne in den Bunker zu fallen. Ob es gelingt, werden wir gleich sehen. Ja, es gelingt. Best Drive. 264 und ein bisschen was. Eieiei. Da hat die Kamera so ausgesehen, als würde ich den Pin treffen, aber anscheinend doch nicht. Aber immerhin, Birdie, das ist das, was ich brauche. Damit geht's weiter ins nächste Loch. Wieder mal eine Par 3. Wo wieder alles möglich ist. Schön mit Backspin. Ja, ab in den Bunker, ab in den Bunker. Da gehört er hin. Chippin! Diddy kann's heute. Einfach unverbesserlich. Diddy hat so einen Lauf, er trifft sogar aus dem Bunker. Ah, der Bunker-Vulkan.
Mal sehen, wie wir hier abschneiden. Wow! What the fuck? Aus dem Bunker raus. Supi, jetzt hat's geläutet. Ich weiß noch nicht, ob ich da eine Pause machen kann. Ich will jetzt einfach kurz gehen. Ich komme gleich wieder. Da. Und einfach chillig angucken. Da, dahin, dahin, darunter. Ich frage, ob ich hinschieße. Hier unten sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Ich hab das nämlich. Ein Super Backspin, damit es nicht zu weit geht. Und das war jetzt ein lauter. Ja, sehr schön. Trotz Super Backspin ein neuer Best Drive. Das ist auch nicht alltäglich. Und ich lande auf dem Felsen. Würde mich jetzt eigentlich verarschen. Da kommt er nicht drüber. Voll drauf. Wenn er den jetzt noch eingechippt hätte, der wäre grandios gewesen. Aber das war's mit dem Lauf von Didi. Gleich doppelt so viel wie bei den anderen. Birdo ist jetzt dran bis Loch 8. Und ja, dahin. Wieder dahin, wo ich vorhin auch war. Schön wäre es ohne Wasser und ohne Bunker, aber na, das lässt sich gerade noch einrichten in Rough. Oh, komm, komm, zum zweiten Mal so, ganz knapp vorbei. Und wieder mit Birdo. Zweiten Mal mit Backspin Millimeter am Igel vorbei. Irgendwann klappt's hoffentlich. Hoffentlich geht der jetzt nicht in den Bunker. Nee, geht an nichts. Sehr schön. Ah, packt das von der Höhe, ja. Ja, eindeutig. Sogar ein bisschen zu weit. Pff, der auch. Aber aus 3 Metern ein paar. Darf auch sein. Muss ja nicht unbedingt immer ein Birdie sein. Mal sehen, was hier so läuft. Den 1 Meter Wind habe ich jetzt nicht beachtet, aber 1 Meter... ist ein Meter. Und der war drin. Und ja, bei mir gibt's Essen, aber den Part werde ich trotzdem noch aufnehmen. Denn ich weiß nicht, ob ich da irgendwie pausieren kann oder so. Das müsste ich mir nochmal genauer ansehen, wo ich da jetzt genau pausiere. Denn ich weiß, wie ich den Part beende, aber fuck, 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 der geht ins Wasser. Fuck you. Und ich musste das Loch beenden, ich hab's ja schon. Und nochmal ein nice Shot. Und in den Bunker, ja, weil das Wasser noch nicht genug war.
bin ich dann bald mal auf Randbereich. Birdo, dieser Pantor verkackt. Aber immerhin aus 20 Metern eingeputtet. Das packt man auch nicht alle Tage. Aber es war halt nur ein Boogie-Putt, deswegen wird er nicht gesaved, aber immerhin, er ist aufgenommen. Und da kann ich mir den Part auch immer wieder ansehen. Der ist auch nicht alltäglich. Und das war ein perfekter Schlag. Der trifft jetzt genau den dieses Face oder wie. Oh, wow. Geht der noch schön ins Heavy Rough. Und ich treffe hinten nicht. Also was war das denn bitte? Wie verkackt war der denn? Und jetzt habe ich vorne A gedrückt. Ja, wenn man vorne A drückt, dann schießt er nämlich automatisch. Und Loch 8 habe ich ja noch nicht. Der wäre so schön gewesen, hätte man hinten getroffen. Beim vorherigen Schlag. Und jetzt Peach. Die auch noch bis Loch 8 aufholen muss. Sie geht aber auf Nummer sicher und geht dorthin. Hier auf schnelle Fairway. Auf dem schnellen Fairway auf, zum Stehen kommen ist auch eine Seltenheit. Und noch auf dem Grün. Der sollte doch eigentlich gehen. Ja, der ist drin, glaube ich. Ja, ist drin. Plus, minus, null. Immer noch. Wohin? Dahin. Da ist weit und breit kein Bunker zu sehen. Wenn der jetzt in den Bunker geht, dann habe ich ja ordentlich verschossen. Wieder auf dem schnellen Fairway zum Liegen gekommen. Mal sehen, ob er raufkommt. Anscheinend nicht. Okay. Chip in! Aus 24 Yards! Das wird dann auf jeden Fall gespeichert. Gespeichert. Ein paar Dreiloch. Könnte mal ein Hole-in-One-Chance werden. Ah, ich glaube, der ist zu stark. Der ist zu stark, ja. Der springt voll gegen den... Der springt nicht mal gegen den Pin, so stark war. What the fuck? Der rollt ja mal komplett daneben und es wird statt einem Hole-in-One wird es nur ein Paar. So schnell kann es gehen. Vom Hole-in-One zum Paar. Hier lande ich ja genau auf dem schnellen Fairway, von dem wir mit Super Backspin irgendwie noch was retten. Ja, war doch nicht möglich. Wir landen im Bunker. Und gleich im nächsten Bunker. Doch nicht. Ist einfach mal irgendwie geschossen. Und aus 9 Metern klappt das höchstwahrscheinlich auch nicht. Natürlich nicht. Wird ein Boogie. Und das heißt, wir sind wieder bei plus minus 0. Sehr schön. Und ja, jetzt funktioniert natürlich mein Controller nicht mehr. Danke. Ja, da habe ich mir ausgemacht, wenn mein Controller spinnt und gleich zweimal A drückt, obwohl ich nur einmal drücke,
werde ich mit demselben Charakter nochmal das Loch starten, denn das ist ja unfair. Wenn mein Controller da einfach mal sagt, er hat keinen Bock mehr, nur den A-Knopf einmal anzunehmen, er nimmt es gleich doppelt und dreifach an. Was ich scheiße finde bei dem Controller. Aber ich habe keinen Bock, einen anderen Controller zu suchen und ja. Der schnelle Fairway da nach unten ins Semi-Rough gerettet hier. Trotzdem auf den Randbereich. Und das müsste ein Chip-In werden. Ja. Ein lockerer Chip-In. Peach schafft das mit Leichtigkeit, wenn nicht gerade der Controller aussetzt. Oh, natürlich! Vorne und hinten nicht getroffen, das kann nichts mehr werden. Der geht sicher nicht drauf. Ja, natürlich nicht. Und landet da oben auf dem Feld. Und das wäre ja mal eine Sensation gewesen. Aber natürlich ein fettes Wasserhindernis und danach klappt gar nichts mehr. Das heißt jetzt noch Diddy. Vielleicht packen wir sogar bis zum Half-Turn noch. Also Loch 9 und Loch 10 noch, mal sehen. Dann hätten wir sozusagen ein Turnier innerhalb von zwei Parts. Wenn das im nächsten Part dann so weitergeht. Ich meine, okay, im ersten Part angefangen, die ersten zwei Löcher, im zweiten Part dann kurz vorm Ende. Und da kommt er vorbei. Das sollte funktionieren. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Hier sogar. Sogar ein Birdie. Und jetzt. Wie ein Trickshot hier. Natürlich komplett verkackt. Auch er trifft nur das Wasser, weil er unbedingt, genauso wie alle anderen, einen Trickshot versuchen wollte. Alle drei landen im Wasser. Okay, Birdie hat gewonnen. Nein, Birdie war es noch nicht. Aber Peach gleich im Wasser, Diddy gleich hinterher. Und bei Birdie wird es nicht anders ausfallen. Mal sehen, Birdie. Loch 8 ist jetzt ein Muss. Ah, das war doch zu viel. Das war dann doch eindeutig zu viel. Und das wird nur ein paar. Aber egal. Mehr brauchen wir ja auch nicht. Hier muss jetzt ein Birdie her, was noch keiner geschafft hat. Birdie geht hier mal auf Nummer sicher und rettet sich mal aufs Grün. Fragezeichen. Aufs Fairway. Alter Schwede! Der Ball war so verkackt, dass er nicht mal mehr bis aufs Fairway kam. Ja. Er war verkackt hoch 50. Dann Peach. Hier
So, wenn er funktioniert. Warum triff ich vorne und hinten nicht? Was soll die Kacke? Er geht wieder ins Wasser, da Peach vorne und hinten vollkommen versagt. Denn laut dem Spiel geht sich das ja eindeutig aus. Aber Peach packt das einfach nicht. Das merkt man mal wieder. Egal wo Frauen sind, das kann nicht gut gehen. Peach am Steuer, genauso schlimm wie Peach beim Golfen. Da kann nichts Gutes dabei rauskommen. So. Mal sehen, ob Diddy jetzt was draus gelernt hat. Aus dem Fehler zuvor. Ja, eindeutig. Diddy hat dazu gelernt. Ist sehr schön, wo ich da landen muss, sozusagen. Vielleicht noch eine Rettungstat, dass ich nicht in den Bunker gehe, sondern mit einem schnellen Fairway zurück. Ja, hier so und so. Ein Birdie, das gibt's ja gar nicht. Hat sogar funktioniert. Dieses Loch doch noch beendet. Ich wollte jetzt eigentlich schon den Part beenden, aber Diddy verzögert ihn noch ein bisschen, bis er halt scheitert irgendwo. Hier noch aufs schnelle Grün und wow, schön vor dem Bunker liegen geblieben. Und Loch 10 packt er auch noch. Das sieht doch mal. Wow, ich dachte jetzt schon, er geht daneben, obwohl ich schon gesagt habe, dass er drin ist. Hätte sich das fast noch verzogen. Oh, ein paar 3, das sollte eigentlich auch nicht so schwierig sein. Ja, sollte. Aber wenn man natürlich nichts trifft, dann kann das auch mal schief gehen. Aber vielleicht hat er ja noch Bock zu treffen. Oh, verspringt er sich. So. Und das war's für diesen Part. Also, bis dann und auf Wiedersehen.